Herzlich willkommen im Allianzstadion, wo also jetzt gleich Rapid und die Admira diese 13. Bundesliga-Runde eröffnen. Und ich muss schon sagen, die Erwartungen an dieses Spiel, die sind nicht gerade klein. Ein Duell auf Augenhöhe soll es werden, hier zwischen dem 3. und dem aktuell 5. in der österreichischen Bundesliga. Und ein schönes Fußballspiel obendrein. Naja, hoffentlich wird es das auch. Beide Mannschaften sollten auf alle Fälle das nötige Selbstvertrauen haben, um hier guten Fußball abzuliefern. Denn sowohl Rapid als auch die Admira haben in den letzten Spielen eine schöne Serie hingelegt. Die Admira ist 6 Spiele ungeschlagen, Rapid in der Bundesliga 7. Wenn man die beiden Cup-Spiele in den letzten Wochen dazu zählt, sind es sogar 9 in Folge. Ja, und die Rapid-Fans, die wurden letzte Woche richtig verwöhnt mit 2 Derby-Siegen am Stück in der Liga und im Cup. Und die freuen sich natürlich auf einen weiteren Sieg, diesmal wieder zu Hause. Und wir schauen gleich auf die Mannschaft, die es heute richten soll, die Goran Djuricin also hier ins Rennen schickt. Da gibt es im Vergleich zum Cup-Spiel am Mittwoch 5 Änderungen. Richard Strebinger steht wieder im Tor. Galvao kehrt nach Sperre zurück in die Innenverteidigung. Ljubicic wieder auf der 6 statt Petzos. Luis Schaub ist im Mittelfeld wieder von Start weg mit dabei. Dafür Schobesberger nur auf der Bank. Und Gyorgi Kvilitaja ganz vorne im Sturm. Deshalb Joelton zu Beginn nur auf der Bank. Mit Lucas Galvao in der Innenverteidigung hat Rapid zuletzt in der Liga 3x 1:0 gewonnen, also kein Gegentor bekommen. Im Cup gab es einen Gegentreffer von der Austria ohne Galvao, weil er ja gesperrt war nach seiner roten Karte. Und heute kehrt der Brasilianer also wieder zurück in die Mannschaft. Und dass er eine echte Verstärkung ist, obwohl das zu Beginn, als er von Rapid verpflichtet wurde, doch der eine oder andere bezweifelt hatte. Das hat Galvao mittlerweile bewiesen. Rapid also ganz in Grün. Die Gäste aus der Südstadt spielen heute hier ganz in Weiß und in Schwarz. Das sind die Schiedsrichter rund um FIFA-Mann Oliver Drachter. Bleiben wir so. Ja, das ist gut gespielt. Also Stefan Schwab hat die Seitenwahl für Rapid gewonnen. Das bedeutet, die Admira mit Kapitän Thomas Ebner hat dann Anstoß zu diesem Spiel. Und so wie es bei Rapid in den vergangenen Spielen Philipp Schobesberger war, so war es bei der Admira. Christoph Knasmüllner, der herausragende Spieler war, der steht natürlich auch heute wieder in der Startformation. 4-4-2 bei der Admira, da gibt es keine Änderungen nach dem 1:1 zu Hause gegen Salzburg. Also die Rasselbande, wie Toni Pfeffer die Admira bezeichnet hat, spielt wieder in der momentan stärkstmöglichen Startaufstellung mit Lackner und Knasmüllner im zentralen Mittelfeld mit den beiden Extrapidlern Stakel und Grozurek in der Offensive. Ja, und es fehlt der verletzte Kapitän Daniel Todt. Und Christoph Knasmüllner, der hat schon 8 Tore in dieser Saison erzielt. Gegen Rapid übrigens keines. Denn als die Admira das erste Spiel gegen Rapid absolviert hat, da war Ernst Baumeister noch nicht Admira-Trainer. Da war Damir Buric noch da. Und die Admira hat, Sie erinnern sich wahrscheinlich, in der Südstadt 3:1 gewonnen. Das war die erste Niederlage in dieser Saison für Rapid. Also, die Admira spielt in dieser ersten Hälfte von links nach rechts. Maximilian Sachs versucht da gleich mal einen Schuss aufs Tor von Richard Strebinger anzubringen. Der wurde noch geblockt. Bolingoli. Und Schwab hat da den Ballbesitz abgeben müssen. Es gibt ja nicht nur bei der Admira Ex-Rapidler, sondern natürlich auch auf der anderen Seite bei Rapid
Spieler, die früher für die Admira gespielt haben. Das ist ja immer wieder ein gutes Reservoir an Talenten, wo sich Rapid gerne bedient. Goran Djuricin hat ja im Interview bei Johannes Brandl auch gesagt, da gibt es auch aktuell einige interessante Spieler. Namen werden natürlich keine genannt, um da die möglichen Kosten für diese Spieler nicht in die Höhe zu treiben. Ja, aber Krozurek, der hat zum Beispiel mehr als 60 Bundesligaspiele für Rapid absolviert, ist den anderen Weg gegangen, hat auch Europacup mit den Hütteldorfern gespielt, aber sich dann nicht endgültig durchsetzen können. Das Spiel da schnell machen mit dem langen Ball auf Quilitaia. Das hat allerdings nicht funktioniert. Also der Admira Traun heute hier einen Sieg zu im Allianzstadion. Das wäre dann ein echtes Gesellenstück für die Mannschaft von Ernst Baumeister. Aber dazu müsste die Admira hier mal ein Tor schießen, das ist logisch, sonst kann man nicht gewinnen. Ich sage das deshalb, weil das der Admira in den ersten beiden Spielen hier im Allianzstadion nicht gelungen ist. Da gab es ein 0:4 und dann ein 0:0 und da gibt es jetzt eine Unsicherheit von Andreas Leitner im Admira-Tor. Gemacht von Zwierschitz, der da nicht mal den Eckball zulässt gegen Veton Berisha. Knas Müllner. Guter Seitenwechsel für Starkel. Krozurek vorne gegen Bolingoli. Einwurf gibt's für Rapid. Da war Galvão auch kurz unaufmerksam. Berisha hat den Ball zurückgespielt, aber der Brasilianer hat dann noch schnell genug reagiert. Maximilian Hofmann heute in der Innenverteidigung gemeinsam mit Galvão. Zum dritten Mal gibt es diese Paarung in der zentralen Verteidigung bei Rapid. In den ersten beiden Fällen haben die Hütteldorfer nicht verloren. Luis Schaub kann jetzt mal etwas Tempo aufnehmen. Schaub für Berisha. Bolingoli dann vor Sachs. Da hat Oliver Trachter jetzt ein Foulspiel des Rapidlers gesehen. Deshalb gibt es Freistoß für die Admira. Sachs noch kurz bedient. Bolingoli hat ihn da am Wadel getroffen. Freistoß war die richtige Entscheidung und Sachs wird es auch überleben. Jetzt wieder Schaub für Rapid. Das war wichtig, Aussicht der Admira, dass dieser Ball jetzt abgefangen wurde. Vorne wäre schon Murk durch gewesen. Bolingoli, Quilitaia will den Ball in die Gasse. Wurde auch versucht, aber nicht geschafft. Gut nachgesetzt dann von Luis Schaub. Kein Foul hier gegen Knas Müllner. Noch ein sehr vorsichtiger Beginn beider Mannschaften hier in den ersten 5 Minuten. Es gab einen Abschluss von der Admira, noch keinen von Rapid.
Berisha. Und Ljubicic. Das ist Stefan Auer, genauso wie sein Kapitän Stefan Schwab. Ein ehemaliger Admira-Spieler bei Rapid. Wieder Murg. Schlechter Querpass, Sachs fängt ihn ab und das wäre jetzt mal eine Situation für die Admira. Dann aber dieses Foul von Galvao an Grozurek. Da kann man zumindest über Gelb nachdenken. Chance auf den Ball hatte Galvao da nicht wirklich und Grozurek wäre dann auch in einer guten Position gewesen, diesen Angriff für die Admira gefährlich zu gestalten. Glück für Galvao, meine ich, dass er da jetzt nicht verwandt wurde. Ball war schon draußen, Einwurf für Rapid. Die Admira hat sich ja in der letzten Woche das Cup-Spiel quasi erspart, weil die Mannschaft von Ernst Baumeister schon in der zweiten Runde rausgeflogen ist in Bad Gleichenberg. Das war übrigens die einzige Pflichtspielniederlage bislang mit Ernst Baumeister. Ansonsten sehr gute Ergebnisse für die Admira, die hätten natürlich noch besser sein können. In den letzten beiden Bundesligaspielen hat man jeweils unentschieden gespielt, auswärts in Altach und dann zu Hause gegen Salzburg. Aber in beiden Spielen hätte die Admira auch gewinnen können. Und dann hätte man 4 Punkte mehr auf dem Konto. Momentan sind es 18, so wäre die Admira dann schon punktegleich mit Rapid. Aber sollten die Südstädter heute tatsächlich hier gewinnen in Hütteldorf, dann wären sie bis auf einen Punkt dran an Rapid. Schaub. Rapid versucht es immer mal wieder mit dem Pass in die Tiefe. Bislang ist noch keiner angekommen. Murg. Kvilitaja. Georgi Kvilitaja war auch im letzten Meisterschaftsspiel von Start weg mit dabei, gegen die Austria eben. Da hatte er ein paar ganz gute Möglichkeiten, ohne sein erstes Saisontor zu erzielen. Foulspiel am Bowling Kohli war es eigentlich, aber Oliver Trachter hat den Vorteil laufen lassen. Und der läuft noch immer. Gute Aktion, jetzt mal von Schaub da rechts draußen. Murg für Kvilitaja, der versucht sich dann gleich mit dem Abschluss. War jetzt nicht so toll. Berisha, Bolingoli hinterläuft. Murg, gute Körperdrehung, Doppelpass auf kleinem Raum. Und was für eine Chance von Georgi Kvilitaja. Unfassbar, dass er da wieder das Tor nicht macht. Mit wieder meine ich jetzt anschließend an seine Chancen im Derby. Das hat Rapid richtig gut gespielt. Guter Einsatz dann auch von Berisha. Deshalb bleibt der Ball bei Rapid. Berisha da in der Mitte gegen Zwierschitz. Und unfassbar, dass es jetzt weiter 0-0 steht. Der Admira wird es natürlich recht sein. Jetzt gibt es den ersten Eckball im Spiel und den gibt es für die Gäste. Christoph Knasmüller, der unter Ernst Baumeister jetzt wieder so richtig aufgeblüht ist, als Torschütze in Erscheinung getreten ist. Jetzt ist eine gute Vorlage gefragt. Rapid bekommt den Eckball aber raus. Ebner muss sich beeilen, weil Murg danach setzt.
Hat er aber sauber gelöst. Georgi Kvilitaj, springt der Ball da zu weit weg, Sachs verliert ihn dann aber gleich wieder an Schwab. Tja, was hatte Schwab da jetzt im Sinn? Man weiß es nicht so genau. Die Kollegen auch nicht. Berischer hat sich beklagt, dass er Linz den Ball nicht bekommen hat. Rechts war keiner, wo Schwab rausgespielt hat. Deshalb ist die Kugel jetzt auch wieder bei der Admira. Ernst Baumeister. Ja, dass er weiterhin süß bleibt für seine Spieler, müssen sie natürlich auch weiterhin abliefern, sonst könnte der Chef ganz schnell mal sauer werden. Aber der Admira-Coach hat auf alle Fälle eine tolle Bilanz als Bundesliga-Trainer gegen Rapid. 8 Spiele hat die Austria-Legende als Coach gegen Rapid absolviert, 6 davon gewonnen, das ist top. Kvilitaj kann sich den Ball diesmal nicht runternehmen. Diesen Ball nicht mehr laufen, den Ljubicic da Richtung Seitenlinie gespielt hat. Lackner. Das nennt man wohl sehr britisch, diese Attacke von Maximilian Hofmann gegen Admira-Kapitän Thomas Ebner. Ebner trägt die Schleife, weil eben Daniel tot verletzt ist. Was ist da jetzt mit Ebner passiert? Hofmann spielt natürlich zunächst den Ball, aber dann räumt der Ebner natürlich auch ganz ordentlich auf und der knallt da mit dem Kopf auf den Rasen. Und hat sich dabei auch verletzt. Schauen Sie mal, da auf der rechten Gesichtshälfte sieht man den Bluterguss. Wahnsinn, aber wer rechnet schon damit, dass man da beim Fußball einen Sturzhelm aufsetzen muss? Also um die Geschichte mit Tod noch abzuschließen, hoffentlich kann Ebner da jetzt weiterspielen. Der wird auf alle Fälle mal draußen behandelt. Aber Daniel Tod hat eine Hüftverletzung. Man weiß noch nicht so genau, ob er operiert werden muss oder nicht. Aber das wäre natürlich bitter für ihn und für die Admira. Denn wenn eine OP notwendig ist, dann wird er bis zum Saisonende ausfallen. Schwab, jetzt ist mal etwas Platz da für Rapid. Schaub kommt dann nicht vorbei, wieder ein Foul. Angezeigt jetzt auch vom Schiedsrichterassistenten von Stefan Stangl. Aber es gibt keine gelbe Karte. Also wie davor bei Galvao ist Oliver Drachter jetzt auch hier noch gnädig. Ja, könnte man natürlich auch gelb zeigen. Freistoß für Rapid. Das wäre vielleicht mal was für
einen Kopfball, aber da muss der Freistoß genauer kommen. Kopfbälle sind eigentlich was, was Rapid in dieser Saison ganz gut drauf hat. 5 Tore hat man da schon erzielt. Zuletzt im Derby hat er sogar Philipp Schobesberger mit dem Kopf getroffen, auch wenn es nicht ganz absichtlich war. Aber mehr als 5 Kopfballtore hat noch keine Mannschaft in der Bundesliga in dieser Saison erzielt. Ja, apropos Tore, würden wir uns natürlich auch wünschen. In der ersten Viertelstunde hat es hier noch keines gegeben. Auch noch kaum Torchancen. Knaas Müllner. Kurze Distanz kommt nicht an. Berischer. Rapid steht, also die Admira steht, wollte ich sagen, sehr gut gestaffelt am eigenen Strafraum, wenn Rapid da kombiniert. Aber so richtig gut funktioniert das noch nicht bei der Mannschaft von Goran Djuricin, die aber schon führen könnte, vielleicht sogar führen müsste, wenn Georgi Kvilitaja da diese Riesenchance verwertet hätte. Ja, aber so ist er weiterhin. Seit 10 Bundesligaspielen ohne Tor. Das ist jetzt seine längste Durststrecke in der österreichischen Bundesliga. Aber das mit den Stürmern ist ohnehin so eine Sache bei Rapid in dieser Saison. Auer wollte da jetzt den Freistoß, hat ihn nicht bekommen. 2 Stürmertore hat es für die Hütteldorfer in der laufenden Saison erst gegeben. Die hat beide Joelton erzielt. Da gibt es sogar schon extra Training für die Angreifer mit Jelko Radovic. Aber so richtig greifen kann das irgendwie noch nicht. Verfolgt und dann auch gefoult von Maximilian Sachs. Sachs klammert kurz, Bolingoli fällt. Und den Admira-Fans wird sicher auch aufgefallen sein, dass Maximilian Sachs da sehr zurückhaltend ist mit Kritik in Richtung Schiedsrichter. Da hat er natürlich auch was gelernt, nachdem er da einmal innerhalb kürzester Zeit 2 Verwarnungen gesehen hat und quasi für Schiedsrichterkritik ausgeschlossen wurde. Das war dann natürlich auch Thema bei der Admira und soll nicht wieder vorkommen. Bolingoli musste jetzt auch kurz behandelt werden, ist aber schon wieder im Spiel. Da ist er. Bolingoli. Und Kvilitaja. Thank you.
Dank springt der Ball da zu weit weg. Es sind einfach noch zu viele technische Fehler, auch zu viele Fehlpässe da im Offensivspiel bei Rapid mit dabei, als dass da wirklich viel zusammenlaufen könnte. Rapid ist hier zwar spielbestimmend, Rapid hat mehr von diesem Spiel, Rapid bemüht sich mehr, aber es kommt noch zu wenig dabei rum. In die Tiefe für Murg, da kommt Leitner entgegen. Puh, das war knapp, aber im Endeffekt hat Leitner das gut gemacht, auch wenn ihm der Ball dann noch einmal entwischt. Grozurek jetzt gegen Galvao. Konterchance für die Admira hat sich jetzt schon länger keine mehr ergeben. Und da wird am Ende auch zu wenig draus. Ja, ein Philipp Schobesberger in der Form der letzten Wochen fehlt Rapid natürlich, aber der würde jeder Mannschaft in Österreich fehlen. Seine Stärke im 1 gegen 1, sein Tempo. Das würde dem Rapid-Spiel mit Sicherheit gut tun, aber das ist eine Option, die Goran Djuricin dann natürlich noch auf der Bank hat. Und das war diese Aktion von Leitner. Und dann das Foul von Galvao gegen Grozurek. Deshalb gibt es jetzt Freistoß für die Admira. Knasmüllner. Abseits war es von Vostri. Damit ist der Ball wieder bei Rapid. Knapp, aber richtig würde ich sagen. Naja, möglicherweise auch gleiche Höhe. Aber glauben wir mal dem Assistenten. Das ist Roland Brandner. Wahrscheinlich war Vostri mit der Stirn vorne. Murg, der wäre durchgekommen, aber irgendwie hat Schaub da jetzt selbst nicht damit gerechnet, so wie es ausschaut. Und Rapid ist wieder um eine Chance ärmer. Fehlen möglicherweise ein wenig die Qualitäten von Philipp Schobesberger. Bei der Admira fehlt irgendwie noch ein Christoph Knasmüllner, der zwar auf dem Feld steht, aber bislang völlig abgemeldet ist mit den wenigsten Ballaktionen aller Admira-Spieler. Aber jetzt schauen wir mal auf diese Möglichkeit für Rapid, die immerhin zum ersten Eckball für die Hütteldorfer führt. Ja, Mario Sonnleitner ist begeistert, klatscht Applaus und schauen wir mal, ob es dann auch nach dem Eckball Grund zum Klatschen gibt. Murg führt auf alle Fälle aus, Schaub bietet sich für eine kurze Variante an, die wird nicht genutzt. Tja, mein lieber Herr Quilitayer, wenn es mit den einfachen Sachen nicht funktioniert, sollte man das mit dem Zaubern dann doch lieber lassen. Der Admira kommt über Starkel. Kein Foul jetzt an Starkel.
Zumindest hat Oliver Trachter keins gesehen. Dem Tackling gut ausgewichen, Berisha, da könnte mal was gehen. 1:0 für Rapid in der 26. Minute durch Louis Schaub. Bislang hat er in dieser Saison nur im ersten Saisonderby getroffen in der Bundesliga. Und jetzt schießt er Rapid hier gegen die Admira in Führung. Und das ist alles in allem auch verdient. Bolingoli natürlich auch entscheidend. Da hatte er sich den Ball eigentlich schon ein wenig zu weit vorgelegt. Dann steigt er da aber über Lackner drüber. Berisha spielt rein. Kvilitaja blockt dann noch einen Admiraner weg. Und dann steht Schaub völlig frei. Also ein Einsatz an der Grenze von Kvilitaja in der Mitte, würde ich meinen. Aber die Schiedsrichter haben hier kein Foulspiel gesehen und deshalb kann Louis Schaub dann sein drittes Saisontor erzielen. Jetzt ist ein Anfang gemacht. Mit dem vierten Torschuss geht Rapid hier 1:0 in Führung. Schauen wir mal, wie sich dieser Treffer jetzt auf das Spiel auswirkt. Von der Admira muss dann natürlich auch wieder mehr kommen. Kvilitaja gegen Leitner. Das war jetzt ein guter Pass aus dem Mittelfeld raus. Leitner spielt da bislang aber auch immer ganz gut mit. Der Torschütze, Louis Schaub. Schöner Ball in die Tiefe für Stefan Auer, der da wieder mal sehr hoch steht. Aber wohin man den Ball danach einordnen soll, bin ich jetzt selbst ein wenig ratlos. War es Flanke, war es Schuss? Das war auf alle Fälle noch einmal das 1:0 für Rapid. In der Mitte sehen wir da, dass Kvilitaja als Rambock seine Qualitäten besser einbringen kann als im Abschluss. Schöne Aktion davor von Bolingoli war wichtig. Der Querpass von Berisha und Leitner war dann sogar noch dran. Also der Abschluss von Schaub gar nicht so platziert, aber am Ende hat es gereicht. Und dafür gibt es auch von Helge Peyer das Küsschen auf die Glatze des Cheftrainers. Louis Schaub. Und Berisha. Siebentes Bundesligaspiel heute für Veton Berisha für Rapid. Ein Tor ist ihm bislang noch keines gelungen. Als der große Knipser war er schon, als er zu Rapid gekommen ist, nicht verschrien. Aber es ist logisch, dass er natürlich auch gerne mal anschreiben würde. Nach einer halben Stunde führt Rapid hier insgesamt verdient mit 1:0 gegen die Admira. Damit ist eines schon mal klar, eine Serie geht bei Rapid weiter. Die haben nämlich auch im 13. Saisonspiel ein Tor erzielt.
hat die Serie an ungeschlagenen Spielen da auf insgesamt 10 verlängern kann. Da sind 2 Cup-Spiele dazugerechnet. Das werden wir natürlich erst am Ende dieser Partie wissen. Aber Rapid hat zumindest schon mal mehr Punkte als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison unter Mike Büskens. Und mit dieser tollen Serie in den letzten Wochen haben sich die Hütteldorfer auch in der Tabelle ganz ordentlich nach vorn gearbeitet. Vom 8. auf den 3. Tabellenplatz. Das Offensivspiel bei der Admira funktioniert bislang eigentlich überhaupt nicht. Da gab es nur in den allerersten Minuten dieses Spiels ein paar Aktionen nach vorne. Da gab es auch den bislang einzigen Abschluss. Aber jetzt gibt es den nächsten bei Rapid von einem Ex-Admiraner. Rapid-Kapitän Stefan Schwab, der ja in dieser Saison schon seine Torjägerqualitäten gezeigt hat. 4-mal hat er getroffen, das ist ganz ordentlich für ihn, der auch seine ersten Bundesligaspiele, ganz genau die ersten 90 für die Admira absolviert hat. Bostri, langer Ball in Richtung Grozurek. Der lässt durch für Kalajdzic. Foulspiel haben die Admiraner da reklamiert, wurde aber nicht gepfiffen. Strauß genau in die Beine von Louis Schaub. Knas Müllner. Dominik Stakel, da kommt Ebner. Wieder Knas Müllner. So wie Rapid da jetzt hinten steht, wird es für die Admira natürlich schwer. Da müssten sie den Gegner ausspielen. Klaas Müller. Kalajdzic für Sachs. Zwierschitz kommt mit. Da ist er. Schlechter Kontakt. Ball wieder bei Rapid. Schaub. Steckt durch für Kvilitaja, seine zweite Riesenchance in diesem Spiel. Und er macht das Tor wieder nicht. Georgi Kvilitaja. 7 Tore bislang in 35 Bundesligaspielen. Und wenn man fürs Toreschießen bezahlt wird, dann sollte man den eigentlich verwerten. Schön gemacht von Schaub, dann auch noch durch die Beine von Strauß. Aber der Ball geht nicht ins Tor.
Ja, das arbeitet jetzt auch schon an Kvilitaja selbst. Djuricin, der Trainer, kann auch nur den Kopf schütteln. Jetzt geht vielleicht mal was für die Admira. Kaum habe ich es gesagt, ist der Ball schon wieder weg vom Strafraum. Die Mannschaft von Ernst Baumeister braucht hier zumindest ein Tor. Und Georgi Kvilitaja ist irgendwie auch einer der Hauptdarsteller bislang in diesem Spiel. Zwei Riesenchancen hat er ausgelassen. Beim Tor von Rapid war er aber auch entscheidend beteiligt. Da hat er den Weg für Louis Schaub freigeräumt. Und damit konnte Schaub dann sein 23. Bundesliga-Tor erzielen. Damit hat er auch mit seinem viel zu früh verstorbenen Vater Fred Schaub gleichgezogen. Der hat auch 23 Tore in der österreichischen Bundesliga erzielt. Fleißaufgabe für Richard Streminger, aber was kann der da machen? Ball kam in diesem Fall vom Mitspieler. Und jetzt gibt es wieder mal einen Eckball für die Admira, der zweite. Und überhaupt erst der dritte in diesem Spiel, also Eckbälle gab es ganz wenige. Streminger gerade noch mit der Hand dran. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Rapid über Berischer. Schaub. Und Kvilitaja kommt in diesem Fall nicht hin. Der Querpass war auch nicht von Schaub, sondern von Schwab. Das war nochmal der Admira-Corner. Strebinger hat sich mit seinen Berechnungen bis ganz zum Schluss Zeit gelassen und dann hätte er sich fast verrechnet. Hat den Ball aber am Ende noch entscheidend abgehängt. Puh, das ist auch mutig von Lackner, da noch einmal zurückzuspielen auf den Torhüter. Was macht die Admira da hinten? Klein, klein am eigenen Strafraum ist selten eine gute Idee, aber die Südstädter kommen damit durch. Abseits von Georgi Kvilitaja. Maximilian Sachs. Die Admiraner werden unter Druck gesetzt von ihren Gegenspielern. Zwierschütz kommt da jetzt mal durch. Grozurek. Wieder Zwierschütz. Gibt es mal einen Abschluss. Knasmüllner. Schlechte Abwehr von Galvao. Bevor Grozurek was Gefährliches machen kann, klärt Polingoli, der ein Schmähbruder ist, wie wir jetzt wissen. Aber da war er ziemlich spaßbefreit. Ist aber auch klar, im eigenen Strafraum sind keine Scherze gefragt. Ecke jetzt von Knasmüllner. Ah, Chance für die Admira, das war nicht ungefährlich. Bei diesen Standardsituationen
könnte dann natürlich auch mal was gehen für die Gäste, denen aus dem Spiel heraus bislang ziemlich der Plan fehlt. Da schaffen sie es überhaupt nicht, gefährlich zu werden. Umso wichtiger sind die Standardsituationen. Wieder Ecke von Knaas Müllner. Da kommt tatsächlich der Kopfball von Kalajdzic, aber genau in die Arme von Richard Strebinger. Das war diese Knaas-Müllner-Ecke. Ja, der erste Versuch war das, die erste Ecke also. Da kam der Ball sogar von einem Rapid-Spieler und war dann gefährlich. Das war Thomas Murk. Und bei der zweiten Ecke war es dann eben Kalajdzic mit dem Kopfball. Jetzt sind wir schon in der absoluten Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Mannschaft von Ernst Baumeister liegt hier 0-1 hinten, also 1-0 aus der Sicht von Rapid. Und das war ja irgendwie das Lieblingsergebnis der Wiener in den letzten Runden. 3 1-0 Siege gab es in Folge in der Bundesliga. Und jetzt gibt es nochmal einen Freistoß. Foul von Fabio Strauß an Stefan Schwab. Möglichkeit auf alle Fälle für Rapid. Schade irgendwie, dass Philipp Schobesberger nicht auf dem Feld ist. Der hat im Cup einen wunderbaren Freistoß reingezimmert. Das war das Siegtor für Rapid. Genauso wie er vergangenen Sonntag in der Meisterschaft auch das Siegtor, das 1-0 gegen die Austria erzielt hat. Jetzt macht Thomas Murk und der macht es auch richtig gut. Zentimeter haben aber gefehlt. Deshalb geht der Ball nicht ins Tor, sondern nur an die Querlatte. Schöner Freistoß mit links über die Mauer. Da wäre Leitner nicht mehr rangekommen. Maximilian Sachs, nochmal Diad Mira. Es gibt Abstoß. 45 Minuten sind absolviert und es gibt in dieser ersten Hälfte 2 Minuten Nachspielzeit. Die Rapid-Fans werden ganz zufrieden sein. Der Trainer, wohl auch Goran Djuricin. So wie es ausschaut, geht Rapid mit einer knappen, alles in allem aber verdienten Führung in die Kabine. Und diese Führung könnte auch höher sein, wenn Georgi Kvilitaja da zumindest eine seiner 2 Top-Chancen genützt hätte. Wird hier angezeigt von Georgi Kvilitaja.
Und ich bin mir beim Rapid-Publikum jetzt gar nicht mehr sicher, wem die wütenden Rufe gelten. Eher Quiliteia oder dem Schiedsrichterassistenten. Die Entscheidung war auf alle Fälle richtig. Quiliteia ist etwas zu träge zurückgelaufen und war damit im Abseits. Die letzten Sekunden in dieser ersten Hälfte laufen. Gibt es noch eine Chance hier für Rapid? Schwab schupft den Ball rein für Bolingoli, der ist im Abseits. Und das war's mit der ersten Hälfte. 1:0 steht es für Rapid. Der Einzige, der in der ersten Hälfte getroffen hat, war also Louis Schaub, der die Wiener hier nach 26 Minuten in Führung gebracht hat in einem Spiel, das Rapid bislang bestimmt hat, in dem Rapid eigentlich, wenn man jetzt auf die Statistik schaut, in allen Belangen die Nase vorne hatte. Und ja, auch wenn es jetzt nicht eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen war, dann waren es doch mit, oder abgesehen von dem Tor von Louis Schaub, zumindest diese zwei Top-Chancen für Georgi Quiliteia, die Rapid noch hatte. Auf der anderen Seite hat bei der Admira irgendwie eine richtig zwingende Chance auf ein Tor gefehlt. Und so geht es also mit dieser 1:0-Führung in die Pause. So wie es im Moment ausschaut, kann Rapid die Serie an ungeschlagenen Spielen verlängert. Wenn das so bleibt, wir schauen noch einmal auf das einzige Tor in dieser ersten Hälfte. Und in der Mitte gab es natürlich auch diesen Zweikampf Quiliteia gegen Strauß. Ich habe schon beim Tor gesagt, das war an der Grenze des Erlaubten, wenn nicht darüber. Quiliteia, der hier Strauß wegblockt, Schaub trifft dann, aber wir werden jetzt Informationen aus erster Hand bekommen, denn Fabio Strauß steht bei Johannes Brandl. Und er hat die Situation jetzt auch gesehen, hat auch noch die Diskussion oder das Gespräch mit dem Schiedsrichter gesucht nach dem Schlusspfiff der ersten Hälfte. Wie sehen Sie die Situation oder wie haben Sie sie erlebt? Ja, ganz klar faul an mir, finde ich. Er trifft mir oben und jetzt habe ich gesehen, unten am Fuß auch noch. Ich gehe nur zum Ball und er hat nur gegen meinen Fuß und schaut, dass ich nicht zum Ball komme. Ich finde, dass er ein ganz klares Foul war. War das irgendwie wie eine Blockade im Basketball? Ja, so ähnlich. Also er drängt nur mich weg und schaut, dass ich nicht zum Ball komme, blockiert meinen Fuß und ich finde schon, dass das ein Foul ist. Wie sehen Sie prinzipiell diese erste Spielhälfte Ihrer Mannschaft? Was geht bisher nicht auf? Das Pressing geht gar nicht auf. Wir kommen immer zu spät, kommen gar nicht in die Zweikämpfe. Wir müssen einfach jetzt schauen, dass wir wieder viel kompakter gegen den Ball arbeiten. Und dann einfach auch, wenn wir im Ballbesitz kommen, auch noch die Ruhe haben, dass wir dann schnell umschalten und nicht gleich den ersten oder zweiten Ball wieder verlieren. Dankeschön. Ja, so gesehen war diese Entscheidung von Schiedsrichter Trachter für Rapid sicher nicht unglücklich, unglücklich eher für die Admira. Man muss aber auch sagen, dass die Gäste hier auch schon höher im Rückstand liegen könnten und vorne hatten sie eigentlich gar nichts zu melden hier bei Rapid. Und jetzt schauen wir noch einmal auf die Statistik zum Ende dieser ersten Spielhälfte. Da sehen wir, dass Rapid deutlich mehr Schüsse abgegeben hat. 9:2 heißt es in dieser Statistik. Bei der Admira kam überhaupt nur einer aufs Tor. Rapid hatte mehr Ballbesitz. Die Admira hat zum Ende hin noch mehr Zweikämpfe gewonnen. Diese Statistik hat sich etwas gedreht. Passgenauigkeit, ja, ungefähr gleich. Bei Rapid sind es 80% in der ersten Hälfte. Erfolgslauf des SK Rapid weiter, zumindest führen die Hütteldorfer zur Pause gegen Admira Wacker im Heimspiel mit 1:0. Willkommen zurück im Sky Fußballstudio zur Analyse der ersten Spielhälfte mit unseren Sky-Experten, mit Andi Herzog und Toni Pfeffer. Reden wir zunächst einmal allgemein über diese erste Spielhälfte. Inwiefern ist es genau die packende, interessante Partie, die ihr erwartet habt? Am Anfang war es ein bisschen, waren wir zu viele Fehlpasses dabei, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass beide mit offenem Visier spielen und natürlich versuchen, offensive Akzente zu setzen. Hat sich aber dann schwer verbessert, die Partie, auf Rapid-Seite, weil die natürlich auch die eine oder andere Chance herausgespielt haben. Und bei
Admira, muss ich ehrlich sagen, fehlt mir ein bisschen so das, was sie die in den letzten Spielen so ausgezeichnet hat. Einfach schauen, dass man schnell umschaltet und eben dann auch in die gegnerische Hälfte kommt, um eben auch dort gefährlich zu werden. Das fehlt noch in dieser ersten Halbzeit. Rapid besser bisher, Andi? Ja, klar, ich meine, sie haben die größeren Möglichkeiten. So wie es der Toni gesagt hat, am Anfang, beides schöner ist, beide Mannschaften wollen schnell nach vorne spielen. Durch das haben wir am Anfang natürlich haben wir mehrere Fehlpässe gesehen, dann ist es ein bisschen besser geworden, zumindest auf der Rapid-Seite. Und das muss Admira sicherlich jetzt zweite Halbzeit verbessern, dass sie ihr Kombinationsspiel in der gegnerischen Hälfte wieder besser aufziehen und dass wir da schneller die Gegenangriffe dann von der Rapid unterbinden können. Weil da waren jetzt zwei, drei Riesensituationen und Möglichkeiten, vor allem für Quilitaia, wo das Spiel eigentlich schon entschieden hätte sein können. Ja, in der 26. Spielminute ist der bisher einzige Treffer gefallen. Erzielt hat ihn Louis Schaub. Aber war es ein reguläres Tor der Rapidler? Zunächst setzt sich hier Bolingoli gut durch, dann Veton Berischer mit dem Ball rein in den Strafraum und dann kommt es hier zum Zweikampf zwischen Georgi Quilitaia und Fabio Strauß. Schiedsrichter Trachter sagt, alles in Ordnung und Schaub schließt ab zum 1:0 für Rapid. Toni, war das ein Foul von Quilitaia an Strauß? Also ich ortet es so, dass Strauß versucht hat, den Ball zu klären. Und da wird ihm ganz klar sozusagen die Möglichkeit genommen mit einem Körperkontakt. Und ich glaube auch, dass er getroffen wird, so wie er es selber gesagt hat. Und dann ist es klar mit einem Foul zu handeln. Und das Tor hätte so dann nicht zählen dürfen. Andi, wie siehst du die Situation? Ja, für mich ist die Frage, ob der Quilitaia schon dort steht und der Strauß hinläuft und ihn reinhaut. Aber man sieht ja, dass sich beide zum Ball hinbewegen. Und da war Rapid meiner Meinung nach schon glücklich, dass sie das Tor erzielt haben. Aber man kann schon auf Foul pfeifen. Aber der Strauß liegt und der Quilitaia steht. Also in dem Fall hat's was gehabt bei dieser Aktion. Meinst du bei dir, was immer umgekehrt hat? Ja, genau. Na, dann wäre es vielleicht der Elfmeter gewesen. Ne? Das ist dann wieder die Situation. Fakt ist, dass die Rapid diese Situationen viel besser ausspielt, wie die Admiraner, und durch das auch immer wieder zu Möglichkeiten kommen. Also 26. Spielminute, 1:0 Führungstreffer für Rapid. Aber Rapid hätte zu diesem Zeitpunkt wohl schon führen müssen, eben durch Georgi Quilitaia. Schöne Kombination, dann kommt über Berischer da der Ball zu Quilitaia und der trifft ihn nicht. Das war in Minute 10. Ja, das ist für mich jetzt momentan das einzige, die Sorge bei Rapid, weil er ist für mich trotzdem ein Torjäger. Aber er kommt zu Möglichkeiten, aber er verhaut teilweise wirklich ganz, ganz bitter die Situation jetzt auch. Und er ist der einzige Spieler, der momentan bei Rapid kein Selbstvertrauen hat. Und wenn man ihm ganz vorne mitspielen will, braucht man einen Torjäger, der aus jeder Situation ein Tor schießt. Und das ist bei ihm momentan ganz weit entfernt. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Für mich ist er, auch wenn es jetzt komisch klingt, er ist trotzdem ein Spieler. Wenn einmal der Knoten platzt, wird er sicherlich für Rapid extrem viele Tore nachschießen. Aber er lässt schon sehr, sehr viele große Chancen aus. Bei der ersten Chance fehlt einfach die Konzentration, meiner Meinung nach. Wenn er da ein bisschen aufschaut und halt das Selbstvertrauen hat, das er nicht hat, dann plattet er über den Tormann darüber. Die Leichtigkeit fehlt ihm, das ist keine Frage. Und beim zweiten, ja, der war nämlich nicht einmal knapp, der ist ja, glaube ich, fast ein Dreiviertelmeter neben dem Tor. Also ja, da sieht man natürlich, dass der eigentlich er ist in der Kiste, wie man so schön sagt, und der hat die Seuche am Fuß kleben, so, weil sonst macht man so ein Tor. Ja, aber Rapid führt mit 1:0, es läuft irgendwie alles bei den Grünen, derzeit zwei Derby-Siege in Folge und Rapid ist richtig drin in der Erfolgsspur und das freut mit Sicherheit auch den Präsidenten Michael Kramer, jetzt live bei Johannes Brandl. Ja, davon gehe ich aus, dass es den Präsidenten freut. 1:0 auch gegen die Admira vorne, Herr Präsident. Wie oft hatten Sie aber schon den Torschrei auf den Lippen, vor allem wenn man diese Chancen von Quilitaia sieht? Also im Fernsehen sieht man es ja noch besser. Diese zuletzt gezeigte, da sind wir schon alle gestanden und haben gejubelt, aber leider. Wie lange haben Sie denn eigentlich gejubelt in dieser Woche? Doppel-Derby-Sieger, geht man da nur noch mit erhobenen Händen ins Büro und aus dem Büro wieder raus? Ja, man natürlich schon eine sehr erfreuliche Situation, wenn man zwei Derbys hintereinander gewinnt. Vor allem beim zweiten Derby, wo es ja darum gegangen ist, weiterzukommen im Cup und eines unserer großen Ziele weiter, die Schritte dorthin zu tun. Also war schon eine sehr glückliche Woche. Ist man jetzt sportlich dort, wo man so lange hin wollte? Ich glaube, dass wir noch nicht dort sind. Wenn man sich das Potenzial unserer Spieler anschaut, wie wir da oft kombinieren, dann geht da, bin ich überzeugt, noch mehr.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zum Derby zurückkommen. Nicht die sportliche Aufarbeitung, sondern das, was immer bei diesen Derbys rundherum passiert. Die Austria hat jetzt eine Presseaussendung gemacht, wo sie sagt, bei den nächsten Derbys werden die Sektoren noch rigoroser getrennt. Wie sieht Rapid diese Aufarbeitung dieser Derby-Geschichten rund um das sportliche Derby? Ja. Wissen Sie, ich orientiere mich da immer nach Fakten. Wenn Fakten da sind, wenn es Themen gibt, problematische, dann muss man sich die anschauen. Sicherstellen und sanktionieren. Ich habe mir sehr genau den Polizeibericht durchgelesen. Der Polizeibericht spricht von Verfehlungen Pyrotechnikgesetz auf beiden Seiten, von kleineren Auseinandersetzungen, aber Fazit, es ist alles ordentlich abgelaufen. Das war das Fazit. Darum verstehe ich nicht, wenn man dann mit einer Presseaussendung irgendwelche dubiosen Dinge in den Raum stellt. Das ist eigenartig, komisch und dient dem Fußball überhaupt nicht. Das heißt, Rapid hackt dieses Thema einfach ab und sieht es nicht so groß, wie es die Wiener Austria sieht in dem Fall. Na, ich finde die Schlussfolgerung gut, weil die hätte schon längst gemacht, dass ich einen Rapid-Sektor und einen Austria-Sektor mache, denn in dem berühmten Sektor E im Happelstadion gibt es eh immer wieder Probleme, weil dort eine Durchmischung stattfindet. Auf der einen Seite grenzt dieser Sektor eh an den Austria-Fanblock, auf der anderen an den Rapid-Fanblock. Das ist nicht so erfreulich. Dann kommen wir wieder zurück zu dieser ganzen sportlichen Situation. Der Derby-Held Schobesberger wird heute noch geschont. Da gibt es diesen Poker um Schobesberger. Wie sehen Sie denn diese Situation mit der Entscheidung, wo er gesagt hat, ja, das ist vielleicht noch nicht so ganz spruchreif? Also ich kann nur sagen, wir tun alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um den Philipp Schobesberger Vertrag zu verlängern. Geht man da weiter als über die Schmerzgrenze hinaus? Nein, über die Schmerzgrenze gehen wir sicher nicht, weil das wäre unseriös. Aber wir haben eine sehr hohe Schmerzgrenze. Gut, und ein Thema gibt es natürlich auch noch, das Fußball Österreich beschäftigt. Das ist eben die Frage, wer wird neuer Teamchef? Jetzt ist es ja so, dass die Liga, der Vorstand der Liga hat eine Stimme oder hat Stimmen bei dieser Wahl. Jetzt sind Sie im Bundesliga-Aufsichtsrat. Wurde da dieser Aufsichtsrat auch befragt, wie der Vorstand der Liga sich äußern soll, welche Stimme da abgegeben wird? Nein, im Moment noch nicht. Ich glaube, sind noch nicht so weit, die Herren. Bin auch in dieses Auswahlverfahren nicht unmittelbar eingebunden. Darum wird es jetzt von mir da auch kein Statement geben. Sollten wir gefragt werden, rechne ich damit, dass der Entscheidungsvorschlag dieser Taskforce bzw. auch der Vertreter der Liga ordentlich aufbereitet und begründet ist, und danach werden wir dann unsere Entscheidung treffen. Dann sage ich Dankeschön fürs Gespräch und wünsche noch eine schöne zweite Hälfte, und wir gehen zurück. So, da sind wir wieder im Allianzstadion. Gleich gibt es hier die zweite Hälfte zwischen Rapid und der Admira. Die Rapid-Fans waren die einzigen, die in dieser ersten Hälfte gejubelt haben, nachdem Louis Schaub die Grünen hier in Führung gebracht hat. Und jetzt schauen wir mal, was da in der zweiten Hälfte noch passiert, ob die Admira sich noch einmal zurückmeldet oder ob Rapid dieses Spiel entscheiden kann. Ja, oder vielleicht gibt es ja wieder mal ein 1:0 für Rapid. Wäre ja auch keine Überraschung nach den letzten Ergebnissen in der Bundesliga. Auf alle Fälle hat sich bei der Admira ein Wechsel angekündigt. Da soll mit Markus Meyer ein neuer Spieler ins Mittelfeld kommen, und zwar für Dominik Starkel. Da ist er auch schon. Markus Meyer kommt zu seinem 8. Einsatz in dieser Saison. Und zwar ersetzt er Dominik Starkel, an dem die erste Hälfte ja jetzt nicht vorbeigelaufen ist, aber der schon wesentlich bessere Partien absolviert hat als hier heute im Allianzstadion. Zum Beispiel das erste Saisonduell in der Südstadt, da hat Starkel beim 3:1 Sieg für die Admira 2 Tore erzielt. Davon war er heute meilenweit entfernt. Überhaupt die Admira, die nur 3 Schüsse in der ersten Hälfte abgegeben hat, von einem Torerfolg weit entfernt war. Rapid ist unverändert rausgekommen. Goran Djuricin hat noch nicht gewechselt. Und die Hütteldorfer spielen in dieser zweiten Hälfte jetzt von links nach rechts. Lackner für Knasmüllner.
Ja, und wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, dann hat bei der Admira jetzt Lukas Grozorek diese Position am linken Flügel von Dominik Stakel übernommen. Knas Müllner ist nach vorne in die Spitze gegangen und Markus Meyer spielt seiner Position entsprechend im zentralen Mittelfeld neben Markus Lackner. Da ist jetzt Sachs, der von rechts reingeht in den Strafraum. Na bitte, erster Abschluss in der zweiten Hälfte von der Admira. Lackner. Galvao hat sich da dagegen gestemmt. Kalajdzic und wieder Maximilian Sachs, der jetzt in dieser zweiten Hälfte mit neuen Schuhen spielt. Vielleicht funktioniert es da besser. Knas Müllner auch mal in Abschlussposition, aber der war auch im Abseits und wurde deshalb zurückgepfiffen. Knappe, aber richtige Entscheidung hier von Schiedsrichterassistent Stefan Stangl. Und das war die Chance für Maximilian Sachs. Mal ein Ball für Richard Strebinger, der natürlich auch Selbstvertrauen hat. Nach den letzten Spielen und Ergebnissen hat drei Bundesligaspiele und auch die erste Hälfte heute, also schon dreieinhalb Bundesligaspiele, kein Gegentor mehr bekommen. Da kommt Leitner jetzt entgegen, aber Strauß muss den Ball dann doch rausspielen, weil Quilly Thayer wieder in seinem Rücken war. Veton Berischer ist da irgendwie ausgerutscht, gefallen, was auch immer. Dann hat er noch das Foul gemacht. Hier noch einmal, ja, er ist weggerutscht. Berischer gegen Zwierschitz. Dann reißt er den Admiraner um. Und deshalb gibt es auch natürlich korrekterweise den Freistoß. Ersatzbank von Rapid haben Sie da gesehen und den Rapid-Fans wird natürlich der Name Steffen Hofmann fehlen, der wieder nicht im Kader ist. Dafür gibt es mit Schobesberger und Joelton natürlich noch interessante offensive Alternativen. Petzos, der im Cup gespielt hat, sitzt auch draußen und Erin Kelesch hat sich mit guten Trainingsleistungen einen Platz im Rapid-Kader verdient. Der Ersatzspieler, die Ernst Baumeister noch draußen hat, der hat er schon einmal gewechselt. Markus Meyer hat er ins Spiel gebracht. Da gibt es zum Beispiel für die Offensive noch einen Marin Jakolic. Der hat auch im ersten Saisonduell mit Rapid getroffen. Da hat er die Admira in der Südstadt sehr schnell, sehr früh in Führung gebracht. Jetzt Sachs irgendwie lustlos, Rapid verschenkt den Ball aber, dann Stefan Schwab gibt ihn ab an Christoph Knas Müllner. Foulspiel jetzt an Quilly Thayer. Schaub. Die Idee war gut, für Murk in die Mitte zu spielen, aber da hat Strauß jetzt aufgepasst und der startet da auch gleich einen Gegenangriff für die Admira. Meyer. Ja, das war dann wohl doch etwas zu
gut gemeint für Fabio Strauß. Der könnte jetzt hinten fehlen bei der Admira. Lackner schließt im Moment diese Lücke. Berischer für Quilitayer. Den haben die Rapid-Fans jetzt schon richtig im Visier, Georgi Quilitayer. Aber es ist auch eine Verunsicherung bei ihm zu spüren. Sachs auf der anderen Seite, Maximilian Sachs, nächster Abschluss von ihm. Noch einmal zurück zu Georgi Quilitayer. Es ist völlig richtig, was Andi Herzog da in der Pause gesagt hat, dass der eigentlich der Einzige ist, bei dem man im Moment bei Rapid überhaupt kein Selbstvertrauen spürt. Ganz im Gegenteil. Der weiß natürlich auch, was er da für Chancen ausgelassen hat in der ersten Hälfte und beginnt sich jetzt nicht hoffentlich vor dem Ball zu fürchten. Georgi Quilitayer, 7 Bundesliga-Tore hat er für Rapid erzielt. In 35 Spielen, da ist das heutige schon eingerechnet. Es hätten schon deutlich mehr sein können. Ljubicic. Von Galvao für Louis Schaub. Aber jetzt ist die Admira natürlich gut formiert. Hat Rapid die nötige Idee, um da durchzukommen. Murg. Thomas Murg gegen Ebner. Eckball für Rapid. Das ist jetzt der erste Eckball nach der Pause, überhaupt erst der zweite für Rapid in diesem Spiel. Und die Wiener haben noch keinen Torschuss abgegeben in dieser zweiten Hälfte. Vielleicht kommt er jetzt nach dieser Ecke von Murg. Berischer verfehlt. Auf der anderen Seite gab es 2 Torschüsse von der Admira. Beide Male Maximilian Sachs, beide auch aufs Tor von Richard Strebinger. So ungefährlich war das gar nicht. Es war aber nicht Thomas Murg, sondern Veton Berischer, der da jetzt geschossen hat. Na doch, Murg. Berischer stand auch in der Nähe. Minuten sind schon wieder absolviert in dieser zweiten Hälfte. Es steht immer noch 1:0 für Rapid. Vostri war hier mutig. Zwierschitz verliert dann das Duell gegen Bolingoli. Da kommt auch Sachs noch dazu. Und jetzt gibt es Freistoß für Rapid. Oder nein, keinen Freistoß, Einwurf, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Einwurf für die Admira. So war es jetzt korrekt. Kalajdzic. Thank you.
und Berisha. Murk hat auf der rechten Seite bei Rapid viel Platz. Gutes Stellungsspiel von Galvao. Hat das ganz unaufgeregt gelöst. Jetzt hat Oliver Trachter die Partie unterbrochen, weil Lackner da im Mittelfeld liegt. Puh, da gab es einen ziemlichen Hit von Stefan Schwab. Das war jetzt auch nicht die feine Art vom Ex-Admiraner da gegen Markus Lackner. Aber Lackner hat es ohne bleibende Schäden, so wie es ausschaut, überstanden. Er spielt schon wieder. Ein wenig Slapstick von Schwab, der da auf den Gegenspieler schaut, dann den Ball an den Körper bekommt, die Admira über Zwierschitz im Strafraum und dann kommt Grozurek nicht richtig hin. Aber in den ersten Minuten dieser zweiten Hälfte hat es die Admira jetzt schon besser gekonnt und hat bessere Lösungen gefunden, um da mal reinzukommen in den Rapid-Strafraum. Wir haben das ja auch vor diesem Spiel gehört, dass die Admira sehr viele Schüsse innerhalb des Strafraums abgibt. Aber in diese gefährliche Zone sind sie vor allem in der ersten Hälfte überhaupt nicht reingekommen. Und dann ist es auch klar, dass es eben keine gefährlichen Chancen gab. Thomas Murk gegen Ebner. Grozurek, der war noch drin, auch wenn Goran Djuric ihn da kurz den Einwurf reklamiert hat. Grozurek im Zusammenspiel mit Knasmüllner. Jetzt liegt da ein Rapidler. Und jetzt hat Oliver Trachter die Partie auch wieder unterbrochen. Um sich das anzuschauen. Das ist Ivan Ljubicic. Da sieht man es noch einmal. Da gab es anscheinend einen leichten Kontakt mit Knasmüllner im Vorbeilaufen. War vom Admirana keine Absicht, so würde ich das einschätzen. Aber für Ljubicic war es anscheinend eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Eine kurze Trink- und Besprechungspause bei der Admira draußen an der Coachingzone. Also Ernst Baumeister hat da in dieser zweiten Hälfte ein wenig was verändert. Hier sehen wir die Aktion noch einmal aus einer anderen Perspektive. Nach diesem Kontakt schlägt sich Ljubicic da mit dem Fuß selbst auf die Wade, ist vielleicht ein wenig überknöchelt dabei. Aber jetzt geht er zumindest mal raus an die Linie. Und so wie es ausschaut, wird er dann auch weiterspielen. Diese Veränderungen bei der Admira mit Knasmüllner in der Spitze und Grozurek über links haben schon ein wenig Früchte getragen, auch wenn die gefährlicheren Aktionen dann über rechts über Maximilian Sachs gekommen sind. Da gab es jetzt mal im Offensivspiel bei Rapid ein Missverständnis, deshalb landet dieser Ball von Schaub im Tor aus. Eine
Stunde ist schon vorbei im Allianzstadion. Rapid führt immer noch durch dieses Tor von Louis Schaub aus der 26. Minute mit 1:0. Ansonsten gab es vor der Pause die Chancen für Rapid, die Führung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel gab es jetzt noch keine gute Chance für Rapid. Dafür zwei Möglichkeiten für die Admira, der man anmerkt, dass sie hier heute noch was mitnehmen wollen, dass sie auch ihre eigene Serie an ungeschlagenen Spielen, da sind auch immerhin 6 in der Bundesliga, verlängern wollen. Tja, und eins ist ja auch klar, sollte die Admira hier heute verlieren bei Rapid, dann wäre es jetzt die erste Niederlage in der Liga unter Ernst Baumeister. Also jetzt, wo eine Stunde vorbei ist, geht es dann natürlich auch los mit dem Wechseln. Bei der Admira hat Ernst Baumeister ja zur Pause schon getauscht mit Meier für Stakel. Aber jetzt wird er auch bei Rapid in Kürze erstmals gewechselt. Da macht sich Joelton bereit für seinen Einsatz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Georgi Kvilitaja ersetzen wird. Dann bin ich auch gespannt, wie der Georgier hier vom Publikum verabschiedet wird. Hat jetzt wieder einen Ausrutscher gegeben bei Rapid. Das ist Veton Berischer. Ist umgeknickt, das zeigt er hier zumindest selbst an. Wird aber, so wie es ausschaut, weiterspielen. Jetzt der Wechsel bei Rapid. Während wir diese Aktion noch mal sehen, hier ist Berischer also weggerutscht. Kvilitaja geht raus. Wird mit vereinzelten Pfiffen verabschiedet. Applaus gibt es jedenfalls für ihn, nur vom Trainer. Dafür aber für Joelton ein Willkommen. Also Georgi Kvilitaja ist es wirklich zu wünschen, dass er irgendwann mal wieder ein Tor in der Liga schießt, um sich selbst auch wieder etwas Selbstvertrauen zu holen. Joelton ist das in dieser Saison schon zweimal gelungen. Der hat 2 Tore erzielt. Eines, sein erstes gegen die Admira in der Südstadt. Kleines Hoppala, jetzt die erste Aktion. Hoffentlich läuft es beim nächsten Mal dann besser. Also gegen die Admira hat Joelton getroffen und dann im Heimspiel gegen St. Pölten, da hat er das Goldtor gemacht, da hat Rapid 1:0 gewonnen. Jakulisch kommt jetzt also bei der Admira ins Spiel und er ersetzt Sascha Kalajdzic. Stürmer für Stürmer, also der Tausch bei der Admira. Der 20-jährige Kalajdzic hat jetzt nicht die große Rolle gespielt in dieser Partie. Aber in die Spitze sind bei der Admira wirklich ganz wenige brauchbare Bälle gekommen. Vor der Pause sowieso nicht und auch nach dem Seitenwechsel nicht viel mehr. Die meiste Torgefahr bei den Gästen hat Maximilian Sachs bislang ausgestrahlt. Und Marin Jakulisch, der hat in seinen 9 Bundesliga-Einsätzen genau ein Tor erzielt. Das war eben gegen Rapid Mitte August. Mutig, wie sich Rapid da hinten raus kombiniert. Hofmann gegen Jakulisch, meine Herren. Also die Konzentration sollte Rapid nicht verlieren. Marin Jakulisch, kaum eine Minute auf dem Feld, schon gibt es da beinahe die Möglichkeit für ihn. Hofmann versucht da nur den Stürmer wegzublocken, aber Strebinger kommt dann etwas später als vom Rapid-Verteidiger erwartet, aber gerade noch rechtzeitig. Zurück.
läuft sich da fest gegen Ljubicic und gegen Auer. Ja, der Seitenwechsel von Ljubicic war etwas unüberlegt, weil Sachs da noch wartet. Und Oliver Trachter hat die Aktion gegen Maximilian Sachs hier nicht für einen Freistoßwert befunden. Rapid verliert dann aber in der Vorwärtsbewegung auch gleich wieder den Ball. Zwierschitz und Lackner. Und jetzt gibt es den Freistoß und jetzt gibt es auch die erste Karte in diesem Spiel. Und zwar für Stefan Schwab, der hier mehr als deutlich beteuert, er hätte den Ball gespielt gegen Markus Lackner. Schauen wir noch einmal. Nein, um Gottes Willen, das war alles andere als Ball gespielt. Das war eine Aktion, bei der er mit Gelb eigentlich noch ganz gut bedient ist. Mit dem gestreckten da rein gegen das Sprunggelenk von Lackner. Da darf er sich über die Gelbe wirklich nicht beschweren. Freistoß für die Admira, bringt aber keine Torgefahr. Eine offizielle Zuschauerzahl gibt es auch. 16.800 sind heute hier. Also der bislang einzige Spieler in dieser Partie, der gelb gesehen hat. Murk für Schaub. Es wäre wieder mal Zeit für eine brauchbare Offensivaktion bei Rapid. Schaub kommt an Ebner vorbei, da ist Murk. Und dann klärt Vostri, bevor der Ball da ins Tor gehen kann oder Leitner hin muss. Gibt es jetzt Freistoß für Rapid und eine erste gelbe Karte gegen die Admira, in diesem Fall für Markus Meyer. Schöne Kombination bei Rapid und da haut der Meyer rein wie ein Raubritter. Strauß war auch noch da. Die Gelbe hat er sich wirklich verdient. Freistoß, Thomas Murk. Und jetzt haben wir wieder zwei Aktionen gesehen, wo Rapid sowas wie Torgefahr gezeigt hat. Davor ist auf der anderen Seite der Vetum Berischer der Ball auf die Hand gesprungen. Aber das ist jetzt keine Szene, über die wir reden müssen. Schaub, Auer hinterläuft, bekommt den Ball auch und es gibt Ecke. Ja, doch nichts. Also der Assistent hat zunächst die Ecke angezeigt, aber das wäre für meine Begriffe auch eine falsche Entscheidung gewesen. Also dass es jetzt den Abstoß gibt, glaube ich, ist korrekt. Goran Djuricin schüttelt den Kopf, aber aus meiner Position hat es nach einer richtigen Entscheidung ausgesehen. Naja.
schwierig. Bin mir nicht sicher, ob Ebner da den Ball noch berührt hat. Wenn, dann nur ganz leicht. Als 25 Minuten in dieser zweiten Hälfte hat Rapid keinen Schuss-Tor von Andreas Leitner abgegeben. Und das soll sich wohl noch ändern. Deshalb bringt Goran Djuricin jetzt auch einen seiner Besten in den letzten Wochen, nämlich Philipp Schobesberger. Der kommt auf seine angestammte Position. Da hat heute Veton Berischer gespielt und der hat insofern auch seine Sache gut gemacht und erledigt, indem er den Assist zum Tor geliefert hat, diesen Querpass gespielt hat, den Louis Schaub dann verwertet hat. Ja, und hören Sie sich diesen Jubel an für Philipp Schobesberger. Den lieben die Fans natürlich heiß und innig, nachdem er jetzt in zwei Derbys hintereinander das Siegtor für Rapid erzielt hat. Ja, aber es gibt ja diese Gerüchte, dass sich Salzburg intensiv um die Verpflichtung von Philipp Schobesberger bemüht. Noch ist da alles möglich. Das Interview mit Rapid-Präsident Kramer in der Pause haben Sie vielleicht gehört. Bei Rapid versucht man natürlich alles, um ihn auch in Hütteldorf zu halten. Man will auch finanziell bis an die Schmerzgrenze gehen. Und vielleicht interessiert sich auch schon der ein oder andere Club aus dem Ausland für Philipp Schobesberger. Aber eins ist auch klar, sollte er wirklich nach Salzburg wechseln, dann wird es mit der Liebe bei den Rapid-Fans schnell vorbei sein. Philipp Schobesberger, erster Antritt und da sieht man gleich wieder mal seine Qualitäten, seine Stärke im 1 gegen 1. Da wäre er schon vorbei gewesen gegen Zwierschitz. Ist einfach zu schnell, Zwierschitz kommt zu spät, macht das Foul und sieht dafür gelb. Freistoß, während wir uns mit großen Schritten der Rapid-Viertelstunde nähern. Joelton kommt hier zu kurz. Der Freistoß von Philipp Schobesberger anvisiert für Joelton. Die beiden Neuen also bei Rapid hier in Action. Joelton versucht sich den Ball an Strauß vorbeizulegen, hat nicht funktioniert. Bis in die Schlussviertelstunde hier im Allianzstadion ist es spannend, ist alles möglich. Und das war auch mal sehr originell von Stefan Schwab, der sich da selbst außer Gefecht setzt. Aber dann holt sich Rapid den Ball zurück. Ljubicic und Louis Schaub. Schaub, Vostri blockt. Minuten vor dem Ende ist hier noch alles möglich, auch für die Admira, weil Rapid nach wie vor nur mit 1:0 führt. Schaub, die Flanke landet genau in den Armen von Andreas Leitner. Nach der Pause hat Rapid hier wenig bis gar nichts gemacht, um vielleicht ein zweites Tor nachzulegen, um dieses Spiel zu entscheiden. Die Admira hatte zwei, drei Möglichkeiten, jetzt keine ganz zwingenden, aber es gab doch zumindest diese beiden Abschlüsse durch Maximilian Sachs. Ja, und die Rapid-Viertelstunde, die könnte für die Rapid-Fans auch noch eine unangenehme Überraschung bringen. Aber in den letzten Minuten hat man bei Rapid doch gemerkt,
dass die Wiener vielleicht den Ernst der Lage erkannt haben und ein zweites Tor schießen wollen. Ganz interessante Statistik aber noch, die Admira hat in der sogenannten Rapid-Viertelstunde in dieser Saison sogar öfter getroffen als Rapid, nämlich 7-mal, Rapid nur 5-mal. Die Rapid-Fans haben den Beginn der Schlussviertelstunde hier auch wieder mit einigem Feuerwerk und Rauchtöpfen begleitet. Zum Glück fegt heute der Westwind hier über Hütteldorf. Damit bleibt uns eine schlechte Sicht wie letzte Woche im Derby erspart. Sich gut, da schnell auf die linke Seite auf Schobesberger zu spielen. Die Ausführung dann aber mangelhaft. Trotzdem kommt Rapid jetzt über Schobesberger und über Stefan Schwab. Der kann sich aber nicht gegen Wostri durchsetzen. Ja, Stefan Schwab, der in den letzten Wochen auch ungeahnte Qualitäten als Handballer an sich entdeckt hat und auch uns nicht verborgen hat. Gegen Mattersburg hat er ein Tor mit der Hand erzielt und dann gab es in den Derbys jeweils ein Handspiel vor ihm, vor allem vergangenen Sonntag in der Meisterschaft. Ein klares, da hatte Rapid richtig Glück, dass es keinen Elfer für die Austria gab. Admira wird in der Zwischenzeit schon der dritte und letzte Wechsel vorbereitet. Da kommt Marcel Holzmann noch zum Einsatz. Und zwar bei der nächsten Unterbrechung. Die Aufgabe für die Admira bleibt hier in den letzten 10 Minuten die gleiche wie schon zu Beginn des Spiels. Die Südstädter müssen endlich mal ein Tor schießen hier im Allianzstadion. Sie spielen heute zum dritten Mal in der Bundesliga hier und haben noch nicht getroffen. Und ein Tor brauchen sie zumindest, um hier heute einen Punkt mitzunehmen. Denn es steht immer noch 1-0. Den Anfang bei der Admira. Irgendwann muss der Pass nach vorne kommen. Wostri spielt lang. Knasmüllner lässt durch. Da ist noch einmal Christoph Knasmüllner. Grozorek und Ebner holen den Ball zurück für die Admira. Thank you.
Kreuzberger, auch nur zweiter Sieger da gegen Markus Lackner. Ja, Marcel Holzmann steht jetzt schon ziemlich lange draußen und wartet auf seine Einwechslung. Das hat sich bislang noch nicht ergeben. Joelton jetzt mit der Chance hier, alles klar zu machen. Die Leitner ist auf 180, aber er verhindert hier ein zweites Tor für Rapid. Das war jetzt die erste Riesenchance für Rapid in dieser zweiten Hälfte. Vielleicht kommen noch mehr in dieser Schlussphase, denn Rapid wird jetzt wohl mehr Platz bekommen. Joelton, apropos Platz, Joelton dribbelt sich dann aber selbst aus. Das war diese Riesenchance für Rapid, vorbereitet von Thomas Murg, und Joelton schafft es fast schon, hier Andreas Leitner das Gurkauf zu schieben, aber der hat dann irgendwie noch die Hand unten und kann deshalb dieses Gegentor verhindern. Ja, von der Wade springt der Ball dann eben nicht ins Tor, sondern in die Arme von Andreas Leitner. Der Wechsel bei der Admira ist jetzt mittlerweile auch durch, nachdem man schon Angst haben musste, dass sich Marcel Holzmann da draußen einen Schnupfen holt, weil er so lange gestanden ist. Jetzt ist Sachs rausgegangen und Holzmann ist drinnen. Und dann gab es diese Attacke hier von Ljubicic gegen Jakolic im Strafraum. Aber das Spiel läuft. Strebinger. Da sehen wir es jetzt noch einmal. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt unbedingt ein Foul war. Oliver Trachter stand da auch mit guter Sicht auf diese Szene und hat nicht dazwischen gepfiffen. Berger. Zwierschitz klärt. Von Schwab findet keinen Abnehmer. Also bei der Admira gab es drei Wechsel. Das Wechselkontingent ist damit ausgeschöpft. Bei Rapid hat Goran Djuricin noch einen Wechsel offen. Und der Rapid-Trainer muss auch noch ein wenig zittern. Etwas mehr als fünf Minuten noch. Wie es ausschaut, wird Thanos Petzos der letzte Rapidler sein, der heute hier eingewechselt wird. Gewinnt Rapid tatsächlich wieder 1:0. So unwahrscheinlich ist das jetzt gar nicht mehr. Das wäre das vierte Mal in Folge in der Liga, dass die Wiener mit diesem knappsten aller Resultate ein Spiel gewinnen. Der Antritt von Jakolic, Knas Müllner und Lukas Grozurek. Zwierschitz. Philipp Schobesberger, 3 gegen 3. Joelton verlangt den Pass in die Tiefe, der kommt, aber dann kommt er zu steil.
Rostri. Holzmann geht von links rein in den Strafraum. Auer gegen Holzmann. Thomas Murg gegen Ebner. Das war kein Foul. Die hat Mira über Knasmüller. Ball ist draußen. Jetzt könnte bei Rapid gewechselt werden. Jetzt wird auch gewechselt. Die 19 leuchtet auf. Das bedeutet, Thomas Murg verlässt den Platz und Thanos Petzos kommt ins Spiel. Ist natürlich wesentlich offensiver als Thanos Petzos, der erst zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz für Rapid kommt. Seit seiner Rückkehr gegen den WRC wurde er eingewechselt. Und jetzt kommt er also in der Schlussphase hier ins Spiel. Ja, Petzos hat sich das wohl auch anders vorgestellt, als er gehört hat oder sich entschieden hat, dass er wieder für Rapid spielt. Da hat wohl er und auch viele andere gedacht, dass er einen Stammplatz haben wird. Aber dann kam dieser Dejan Ljubicic, der bislang sensationell spielt im Rapid-Dress und wohl auch heute weiter ungeschlagen bleiben wird mit Rapid. Denn dass die Admira jetzt noch zwei Tore schießt, ist unwahrscheinlich. Aber eins könnte sich noch ausgehen. Holzmann. Oh, und da ist die Chance für Christoph Knasmüller. 89. Minute. Das wäre es gewesen. Marcel Holzmann flankt rein und dann stellt sich Galvao da in der Mitte nicht gerade geschickt an. Und Knasmüller ist vielleicht auch ein wenig überrascht, dass der Ball noch zu ihm durchkommt. Aber wenn man in sein Gesicht blickt, dann sieht man auch, dass er weiß, das könnte jetzt die Riesenchance auf den Ausgleich gewesen sein. Und so gehen wir rein in die letzte Minute in der offiziellen Spielzeit. Und noch immer fehlt der Admira ein Tor. Zwierschitz, Endstation Richard Strebinger. Seine Chancen stehen mittlerweile auch schon sehr, sehr gut. Wieder zu Null zu spielen, zum vierten Mal in Folge. Und im Cup, da gab es ja das Gegentor gegen die Austria für Rapid. Aber da war nicht Richard Strebinger im Tor, sondern Tobias Knoflach, der heute wieder seinen Platz auf der Bank bei Rapid eingenommen hat. Joelton für Stefan Schwab und Schaub. Und irgendwie kann das mittlerweile keiner mehr glauben hier im Stadion, was Rapid da für Chancen auslässt. Vor der Pause war es Quilitaia, jetzt hatte Joelton da eine Chance aufs 2:0 und dann Louis Schaub, der Torschütze zum 1:0, schafft es auch nicht. Rapid hier endgültig die drei Punkte zu sichern. Drei Minuten gibt es Nachspielzeit und in diesen drei Minuten hat die Admira immer noch die Chance, hier mit einem Tor die Niederlage abzuwenden. Ernst Baumeister gibt es heute für die Admira die erste Niederlage in der Bundesliga, seit er das Traineramt wieder übernommen hat. Ljubicic, Joelton. Joelton, nicht vom Ball zu trennen, immer noch Joelton, aber das war dann sehr ambitioniert. Langsam aber sicher läuft der Admira hier die Zeit davon. Maximal zwei Angriffe könnten sich hier noch ausgehen für die Gäste aus der Südstadt.
Lukas Grozurek wird gefault von Schwab. Das könnte jetzt nochmal interessant werden. Dex Admirana fault den Ex-Rapidler und damit gibt es Freistoß für die Admira. Und mit einer Standardsituation könnten die Niederösterreicher hier jetzt alles auf den Kopf stellen. Goran Djuricin ärgert sich natürlich auch, weil er weiß, dass es da jetzt noch einmal gefährlich wird für Rapid. Freistoß von Holzmann. So wird das aber nichts. Und da ist Leitner auch schon vorne. Gibt den René Iguita in der Schlussphase. Joelton. Schobesberger im Abseits. Knappe Angelegenheit, da bestürmen jetzt alle den Schiedsrichterassistenten, der dieses Abseits direkt vor der Rapidbank angezeigt hat. Ja, aber die Entscheidung war korrekt. Schobesberger auch für meine Begriffe vorne. War natürlich auch nicht besonders glücklich von Schobesberger, dass er sich da zu früh in die gegnerische Hälfte reinbewegt hat. Sonst hätte er da alleine runterlaufen können auf Andreas Leitner. Die letzten Sekunden laufen. Der Ball muss nach vorne aus Sicht der Admira und er muss weg aus Sicht von Rapid. Und jetzt ist es wurscht, denn jetzt ist das Spiel vorbei. Goran Djuricin darf durchatmen. Rapid gewinnt zum 5. Mal in Folge, zum 4. Mal in Folge mit 1:0. Das Tor von Louis Schaupi aus der 26. Minute reicht am Ende und die Rapid-Fans jubeln weiter. Unglaublich, diese Serie bei Rapid. Bei der Admira ist sie heute zu Ende gegangen. Nach 6 Spielen ohne Niederlage, 5 davon unter Ernst Baumeister, gibt es heute wieder eine Niederlage für die Südstädter. Eine knappe am Ende. Ja, und die Admira hätte hier durchaus was mitnehmen können. So viele Chancen hatten sie jetzt nicht, aber wenn Christoph Knasmüller diese eine reinmacht hier in der Schlussphase, dann beißt sich Rapid am Ende in den Hintern. Man muss aber auch sagen, dass der Sieg für Rapid höher hätte ausfallen können. Da gab es diese Chancen von Quilitaia, der wieder mal unglücklich agiert hat vor der Pause. Und dann Joelton und noch einmal Schaub nach der Pause. Aber am Ende ist es eben beim 1:0 geblieben. Ein Duell auf Augenhöhe war es am Ende. Das kann man wohl sagen. Der Erfolgslauf bei Rapid geht weiter. 25 Punkte jetzt aus 13 Spielen für die Mannschaft von Goran Djuricin. Das kann sich zählen lassen. Damit ist Rapid besser unterwegs als in der vergangenen Saison. Eine historische Zahl habe ich auch noch für Sie. Seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1974, wer erinnert sich nicht mehr daran, ist das heute der insgesamt 750. Sieg für Rapid. Und es ist der erste gegen die Admira nach 3 Spielen, die man zuletzt nicht gewinnen konnte. Darunter ja auch das erste Duell in dieser Saison, das die Admira in der Südstadt mit 3:1 für sich entschieden hat. Damals durch Tore von Jakolisch und einem Doppelpack von Dominik Starkel. Joelton hat dafür Rapid getroffen, aber damals war dieses eine Tor zu wenig. Heute hat der eine Treffer am Ende gereicht, über den sich die Admiraner auch noch ärgern werden. Sie haben ja das Interview von Fabio Strauß zur Pause wohl gehört, der da von Quilitaia weggeblockt, wahrscheinlich auch gefault wurde. Und Schaub hat das ausgenützt und am Ende dieses Tor erzielt. Sein 23. in der Bundesliga. Damit hat er jetzt genau so viele wie sein Vater, wie Fred Schaub, als Spieler in der österreichischen Bundesliga erzielt hat. Rapid den Erfolgslauf fortgesetzt. 7. Pflichtspielsieg in Serie für die Hütteldorfer. Sie gewannen heute gegen die Admira, knapp aber doch mit 1:0 nach einer sehr intensiven, hochinteressanten und spannenden Partie, David Eder. Eine besondere Atmosphäre hat Admira-Trainer Ernst Baumeister in seiner Mannschaft vor dem Spiel bei Rapid ausgemacht. Seit 6 Bundesligaspielen haben die Südstädter nicht mehr verloren, Rapid sogar seit 7.
Eine dieser Serien sollte mit diesem Duell enden. Philipp Schobesberger sitzt nach zwei erfolgreichen Derby-Auftritten zunächst nur auf der Bank. Insgesamt stehen fünf neue in der Rapid-Startelf. Einer davon ist Georgi Kvilitsaja, der die erste Großchance für die Gastgeber vergibt. Bjerischer mit dem guten Einsatz gegen Zwierschitz. Und dann hat Andreas Leitner wenig Probleme, diese Chance zunichte zu machen. In der Anfangsphase gibt es kaum Strafraumszenen, wenn, dann für die Gastgeber. Wieder Bjerischer zur Mitte, da ist Luis Schaub. Und der mit dem 1:0 für Rapid in der 26. Minute. Schaub mit seinem dritten Saisontor, es ist sein 23. Bundesligator. Damit hat er gleich viele, wie sein Vater Fred. Aber dieses Tor hat einen Makel. Kvilitsaja mit dem harten Einsatz gegen Strauß. Da hat Kvilitsaja mit dem Ball nicht viel am Hut. Und Rapid hat Glück, dass Schiedsrichter Oliver Trachter keinen Freistoß für die Admira pfeift. Rapid bleibt auch in der Folge feldüberlegen. Eine halbe Stunde ist gespielt. Da ist Luis Schaub der Torschütze. Zieht nach innen, findet dann wieder Veton Bjerischer. Nach seiner ersten Torvorlage in der Bundesliga muss er auf sein erstes Tor weiterhin warten. Nur drei Minuten später ist dann der Rapid-Kapitän Schwab erstmals in Aktion, aber auch dieser Abschluss gefährdet Andreas Leitner nicht ernsthaft. Die größte Tormöglichkeit seit dem Führungstreffer gibt es in der 36. Minute. Da ist wieder Luis Schaub. Er ist quasi an jeder Offensivaktion von Rapid beteiligt und erneut hat Kvilitsaja die Möglichkeit. Hartet da mit dieser vergebenen Großchance, nachdem Luis Schaub schön vorbereitet durch die Beine von Strauß, muss Kvilitsaja dieses Tor einfach machen. Und so kommt nach und nach auch die Admira zu Tormöglichkeiten nach der Ecke von Knasmüller. Und dem Kopfball von Strauß buxiert Ljubicic den Ball fast ins eigene Tor. Und auch die folgende Ecke wird gefährlich. Kalecic, diesmal mit dem Abschluss, kein Problem für Strebinger. Dann ein Foul von Strauß an Schwab, das gibt Freistoß für Rapid. Kurz vor der Pause diesen Tritt. Murk, schöner Versuch, wird hier nicht belohnt, trifft nur die Querlatte. Bis zur Pause ist Luis Schaub damit der einzige Torschütze in diesem Spiel. Ein Treffer, der bei der Admira auch auf dem Weg in die Kabine noch für erhitzte Gemüter sorgt. Ganz klar faul an mir, finde ich. Er trifft mir oben und jetzt habe ich gesehen, unter am Fuß auch noch. Ich gehe nur zum Ball und er hat nur gegen meinen Fuß und schaut, dass ich nicht zum Ball komme. Ich finde, dass er ein ganz klares Foul war. Mit Beginn der zweiten Hälfte kommt bei den Südstädtern dann Markus Meyer für Dominik Starkl ins Spiel. Knasmüller agiert offensiver und plötzlich finden die Südstädter auch aus dem Spiel Chancen vor Maximilian Sachs in der 47. Minute. Fünf Minuten später Strauß mit dem schönen Pass, da ist wieder Maximilian Sachs, der setzt sich gegen Bolingoli durch, aber erneut ist der Abschluss einfach nicht präzise genug. Dann verliert Rapid in Person von Dejan Ljubicic in der Vorwärtsbewegung den Ball. Knasmüller mit dem feinen Pass in die Schnittstelle. Dann die riskante Abwehraktion von Max Hoffmann. Jakulisch, der ihn der fast überholt. Erst in der 69. Minute wird Rapid auch im zweiten Durchgang gefährlich. Schaub zu Murk und dann rettet Vostri für Leitner vor der eigenen Torlinie. Die Admira macht dann mehr Druck nach vorne, wodurch sich Räume für Rapid ergeben. Schwab mit der Spieleröffnung in Richtung Thomas Murk. Der sucht in der Mitte Schuelton. Aber Leitner kann den Gegentreffer verhindern. Nicht das 2:0 für Rapid. Starke Aktion vom Admira-Goli, der sein Knie da gut nach innen klappt. Kommt die Admira noch zur Ausgleichsmöglichkeit? Die Antwort gibt es in der 89. Minute. Knasmüller mit der Riesenchance nach der Hereingabe von Holzmann. Aber diese Flanke ist schwer zu verwerten. Und so bleibt es bei der Führung für Rapid. 90. Minute. Die Grün-Weißen noch einmal im Angriff. Schwab zu Luis Schaub. Der verpasst die endgültige Entscheidung. Aber am Ende reicht es dennoch zum Sieg für die Hütteldorfer, die damit zum vierten Mal in Folge in der Liga mit 1:0 gewinnen. Insgesamt ist es der 7. Pflichtspielsieg für Rapid in Serie. Nach dem Spiel zeigen sich aber beide Parteien selbstkritisch. Wir sind einen Schritt wieder unserem Ziel näher gekommen. Die Mannschaft hat erste Halbzeit sehr gut gespielt. Wir haben den Ball laufen lassen, wir haben uns Chancen erarbeitet wieder. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Spiel kippen kann. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit war Admira
phasenweise etwas gefährlicher vielleicht im Mittelfeld, aber wir haben das trotzdem gut zu Ende gespielt. Auf der anderen Seite natürlich die Chancenauswertung war heute ganz, ganz schlecht. Wir waren halt nicht durchschlagskräftig genug vorne, das hat man gesehen, hinten waren wir ein bisschen verunsichert, haben sowohl vorne als auch hinten blöde Fehler gemacht. Vorne Abspielfehler, hinten Abspielfehler und ja, sind wir nicht besser in die Partie gekommen. Und ja, kriegen wir so ein deppertes Tor, weiß ich nicht, ob es ein Foul war vorher. Aber ja, heute haben wir nicht verdient, dass wir da was mitnehmen. Rapid war sehr gut auf uns eingestellt und nicht viel zulassen, hat uns sehr gut zugestellt. Ich meine, die Rapid hat Gott sei Dank nur einzig gewonnen, weil die hätten Chancen gehabt für 4-5 Goal und wir eigentlich in der 88. der einzige Torchance. Also geht der Sieg von Rapid vollkommen in Ordnung. Wie ist denn das heute Gezeigte in die letzten Leistungen noch einzuordnen? Unten. Warum? Weil wir verloren haben erstens und zweitens auch nicht unsere Leistung abgerufen haben. Was hat es denn so schwierig gemacht, heute gegen Rapid zu spielen? Ja, sie waren richtig aggressiv, haben die Situationen gut gelöst, wir nicht. Und das hat einen Unterschied gemacht. Diese Phase, in der man jetzt ist, ist das jetzt auch irgendwie ein bisschen die Belohnung für die schwere Zeit, durch die man durch musste? Ja, es war eine ganz schwierige Zeit, aber wir haben immer versucht, den Kopf oben zu lassen. Wir haben ja viel Kritik einstecken müssen, aber wir haben weiter an uns geglaubt. Vor allem war wichtig, dass wir immer hart weiter trainiert haben, dass wir gemeinsam versucht haben, da rauszukommen. Und ich glaube, das ist jetzt sicher ein Lohn aus der harten Arbeit, die wir jetzt betrieben haben. Ich denke, wir belohnen uns oft im Spiel noch viel zu wenig. Die Resultate sehen sehr knapp aus, sind sicherlich glücklich somit auch, aber eben im Spiel die Belohnung mit 2-3 Toren, die wir uns eigentlich verdient hätten, die klappt noch nicht, sind wir aber auch selber schuld. Rapid schlägt die Admira mit 1-0. Das war übrigens ein Jubiläumssieg heute für Rapid, der 750. in der Bundesliga-Geschichte. Häufig hat nur die Austria gewonnen, nämlich 796 Mal. Weshalb war dieser Sieg an die Herzog heute verdient und glücklich zugleich? Ja, ich denke, dass er absolut verdient war. Glücklich vielleicht unter dem Umstand, dass es ist da für Rapid meiner Meinung nach schon ein Fallspiel auch war, aber trotzdem, die Rapidler haben von Beginn an das Spiel dominiert. Sie sind jetzt wieder im Rennen, sie sind wieder da und das sieht man, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat. Ich habe schon gesagt, der Einzige, der momentan noch vom Selbstvertrauen ein bisschen hinterher hängt, ist der Quilly Dyer. Das sieht man auch bei den Tormöglichkeiten, die er vergibt. Und Rapid braucht aber eine Nummer 9. Ein Torjäger vorne, der um die 20 Tore schießt, wenn du ganz vorne mitspielen willst. Und das ist ihnen wieder zuzutrauen, also sie sind wieder da. Am Abend dann Mattersburg-St. Pölten 1-1, Salzburg-Altach 2-0 und LASK gegen die Austria 2-2. Die Tabelle vor dem Sonntagsspiel Wolfsburg gegen Sturm, Salzburg jetzt also Tabellenführer. Sturm reicht morgen ein Punkt in Kärnten, um die Tabellenführung dann nach 13 Runden zu verteidigen. Am Tabellenende bleibt alles beim Alten. Mattersburg 5 Punkte vor St. Pölten. Inwiefern trennt sich jetzt irgendwie schon die Spreu von Weizen schön langsam in der Bundesliga? Ja, wenn man die Partie heute gesehen hat in Mattersburg und mit den beiden Mannschaften, die natürlich alles versuchen, wieder mal einen 3-1